Monte hält sein Versprechen. Ich glaube, Monte ist, was sagt man zu Monte? Streamer oder YouTuber? Einer der größten. Ach, Digga, ich. Vor wenigen Tagen ist Marcel Eris, besser bekannt als Montana Black, unterwegs zu einem ganz besonderen Treffen mit einem Fan. Ich habe keine Erwartung oder ich hoffe mir gar nichts. Ich freue mich einfach, ihn kennenzulernen. Mit Zocken, Livestreams und einem eigenen Modelabel ist er Multimillionär geworden. Und einem eigenen Mode. Die nennen das Modelabel? Bro, das ist ein Merch-Shop. Allein auf YouTube und der Gaming-Plattform Twitch hat Montana Black über 10 Millionen Follower. Egal, wo er in der Öffentlichkeit auftaucht, wird er erkannt und gefeiert. Wie hier vor kurzem auf der Gamescom, der größten Spielemesse der Welt. Die Geräuschkulisse, die Lautstärke, alle paar Sekunden schreit jemand den Namen, macht das, hier, Foto da, das ist also Stress pur. Also ich war danach wirklich völlig K.O. Man muss sagen, aber es ist auch wirklich, und also ich mache ja YouTube auch noch nicht so lange. Da, wo ich auf der Gamescom war, beim Red Bull Stand war es eh nochmal ganz anders. Also es gab, für alle, die es nicht wissen, einen Red Bull Stand und da, der war so richtig gut abgesichert. Das heißt, da haben dann so alle gechillt, so alle YouTuber und sowas. Bruder! Man hat seinen Kopf rausgehalten und dein Name wurde gerufen die ganze Zeit. Das war zwar ein geiles Gefühl. Guck mal, ihr müsst euch das so vorstellen. Am Anfang war ich so voll glücklich, so richtig viele Zuschauer zu sehen. Und das war so richtig geil. War die ganze Zeit geil. Aber, müsst euch so vorstellen, das erste Mal, als ich reingegangen bin, man ruft meinen Namen und so, ich gehe überall hin. Überall Foto, überall Unterschrift. Die ganze Zeit, ne? Tag 2 aber, nicht immer. Weil ging nicht mehr. Du konntest einfach nicht mehr. Das war zu viel. Das war so, dass du so angepackt wurdest hier und da und das war einfach zu viel für deinen Kopf. Deswegen hast du dann so manche Rufe ignoriert und bist weitergegangen. Es war ein bisschen unkorrekt gewesen, aber ich habe mit der am meisten draußen gewesen ist. Muss man hier sagen. Also jeder, der auf der Gamescom war, am Red Bull Stand, weiß, boah, ich war fast die ganze Zeit am draußen chillen mit denen, die halt vor dem Red Bull standen. Red Bull Stand stand. Vor anderthalb Jahren ist Montana Black zum ersten Mal zu Gast bei Stern TV. Er erzählt, dass er wegen seiner Großeltern ein besonderes Verhältnis zu dieser Sendung hat. Ich weiß, Oma und Opa sitzen jetzt gerade zu Hause auf der Couch, freuen sich, mich hier zu sehen. Und die gucken immer, oder? Die schauen sehr gerne Stern TV. Opa, hallo, Opa geht dann meistens raus, weil er irgendwann keine Lust mehr hat auf die Leute, die dann im Beitrag zu sehen sind, weil er sieht immer alles anders. Oma ist der Fan. Oma schaut sehr gerne. In seinen Livestreams schaut und kommentiert Montana Black auch regelmäßig Stern-TV-Beiträge. Vor 2 Monaten entdeckt er diesen Stern-TV-Film über das Schicksal von Benjamin. Ein Schicksal, das den Internetstar offenbar sehr berührt. Kenn ich nicht. Benjamin kam mit einer Behinderung zur Welt, weil seine Mutter während der Schwangerschaft Alkohol trank. Jeden Abend, bevor ich schlafe. Trink gehe, kein Alkohol, Chat. Stell ich mir vor. Kein Alkohol. Ich habe auch aufgehört, Alkohol zu trinken. Nicht Ding. Also es hatte keinen religiösen Hintergrund oder so. Also ich könnte theoretisch Alkohol trinken. Aber ich mach's einfach nicht, weil es so... Ey, man nimmt auch behindert zu von Alkohol. Hat das mal wer gesagt? Viele wissen das gar nicht. Wenn ihr Alkohol trinkt, dann werdet ihr auch fett. Das ist nicht nur so, dass das so deine Zellen kaputt macht und generell ungesund ist für den Körper, für die Leber. Du wirst auch fett von Alkohol. Check, das wissen viele gar nicht. Vor, wie es wäre, wenn ich nicht diese Erkrankung hätte. Fühl mich natürlich, naja, nicht so gut. Nach 3 Kindern hatte seine Mutter Christiane damals nicht mehr damit gerechnet, noch einmal schwanger zu werden. Ah, es war aus Versehen. Wie ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, habe ich keinen Schluck mehr getrunken. Aber da war es schon zu spät. Leider war es zu spät. Marcel Eris reagiert live in seinem Stream auf die Aussage von Benjamins Mutter. Ja, ja, dann, die wusste es nicht. Das ist... Boah, das ist ekelhaft. Das ist ekel. Ich glaube, das kann man auch gar nicht verhindern, ne? Wenn, also es gibt ja Leute, die regelmäßig Alkohol trinken und dann... Wenn du schwanger wirst, ohne das zu bemerken und Alkohol trinkst, Alter. Boah, da, also das ist richtig, richtig scheiße dann, ne? Na, also erstmal ist es ein ganz großes Plus, dass die Eltern sich trauen, sich vor die Kamera zu setzen und ihre Geschichte zu erzählen. Und ich finde nicht, dass wir vorverurteilen sollten, ob die Mütter hätten merken müssen nach 2, 3, 4-monatiger Schwangerschaft, ob sie schwanger sind oder nicht. Wegen seiner Behinderung hat Benjamin eine schwere Kindheit und Jugend. Er wird regelmäßig gemobbt. Heute ist Benjamin 9. Aber was hat er denn jetzt für eine Behinderung? Das habe ich nicht verstanden. Also er hat eine Behinderung bekommen, weil seine Mutter Alkohol trinkt. Aber was für eine? Haben die nicht gesagt. 20 Jahre alt.
Er lebt in einem Wohnprojekt für Menschen mit Behinderung auf einem Ökohof in Brandenburg und wird engmaschig betreut. Er kümmert sich um die Schweine. Füttern, Stall ausmisten. Die täglich gleichen Abläufe geben ihm Sicherheit. Und er mag das Leben weit ab der Großstadt. Für manche ist das vielleicht hier langweilig, weil man hier fast sogar wie hinter dem Mond wohnt. Aber wenn man eher so ein Einzelgänger ist wie ich, findet man es natürlich toll, wenn man seine Ruhe hat. Ich hätte ihm jetzt gar nicht angesehen, dass er eine Behinderung hat. Also manchmal sieht man das ja, hätte ich nicht gewusst so. Erst mit 18 erfuhr Benjamin von seiner Mutter, was mit ihm... Auch nicht rausgehört. Also er hat halt ein bisschen langsamer geredet, aber mehr auch nicht. ...los ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, vor diesem Gespräch, da habe ich Albträume gehabt. Doch Benjamin verzieh seiner Mutter. Benny ist aufgestanden, hat mich im Arm genommen und hat gesagt, alles gut, Mama. Also krieg jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ich fand es natürlich nicht toll, dass sie hier Alkohol getrunken hat und dadurch mein Gehirnzellen paar abgestorben sind. Mmh. Wiederum habe ich auch verstanden, dass es ihr sehr leid tut. Sie wusste ja noch nicht mal, dass ich mit ihr schwanger bin und hat mit Unwissen mir geschadet. Eine Aussage, die Montana Black sehr beeindruckt. Lieber Benny, ich finde deine Einstellung auch gegenüber deiner Mutter, dass du keinen Hass im Herzen hast ihr gegenüber, nachdem sie es gestanden hat, habe ich sehr viel Respekt vor. Falls ich dir mit meiner Community irgendeinen Wunsch erfüllen kann, biete ich mich da gerne an. Montana Black entschließt sich, Benjamin zu Hause zu besuchen. Vor einigen Tagen macht er sich auf den Weg. Erstmal hoffe ich mir, Benjamin kennenzulernen und ihm die Hand stark zu machen. Und dann ist das Rundum-Thema bei diesem Beitrag ja einfach auch der Stichpunkt Mobbing. Und ich möchte darauf aufmerksam machen, dass Mobbing scheiße ist. Auch wenn Staubsaugen nicht seine Leidenschaft ist, dem berühmten Besucher will Benjamin sich und sein Zimmer natürlich im allerbesten Licht präsentieren. Ja, ich freue mich schon darauf. Können Sie sich vorstellen, wie das wird? Nee. Ist das die deutsche Nationalmannschaft im Hintergrund? Ja. Und ein Brasilianer. Er hat sich unsympathischer gemacht. Oder ist das Schweden? Er ist hell. Ich glaube, es ist wahrscheinlich Schweden. Ich nehme es zurück. Leider nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es schön wird. Was macht Ihr Puls? Wird langsam erhöht. Nein! Und dann ist Montana... Guck mal, wie süß er nervös wird, weil Monte kommt. Wird langsam erhöht. Und dann ist Montana Black da. Ja, Benny. Tag. Hast du ein bisschen aufgeregt? Ja, was, bin ich. Gehört? Wie geht's dir? Ja? Mir geht's gut. Ja? Und, ist das hier dein Zuhause oder was? Ja. Also aber wirklich am Arsch der Heide, ne? Ja. Hier ist ja gar nichts. Aber wie ihr sagt, ne? Das ist eben hinter dem Mond eigentlich. Ja, ich hab das schon gemerkt. Die Chemie zwischen den beiden stimmt von Anfang an. Willst du mir mal ein bisschen was zeigen, wie das hier so ist oder was? Ja, gerne. Ja, dann lass mal reingehen und mal. Kannst du mir mal zeigen, wie du hier lebst? Hm? Als erstes führt Benny Montana Black zum Haus, wo er betreut untergebracht ist. Jeder hat sein eigenes Zimmer. Wir sind ungefähr 8 Bewohner. Mhm. Und es sind meist... Digga, Monte ist einer von denen, die so mit den Handflächen so gehen. So sind seine Handflächen, genau so. Hä? Ich check das nicht. Guck mal, wie seine Handflächen so komplett nach hinten sind. Bewohner. Mhm. Und es sind meistens 3 Betreuer hier. Mhm. Benjamins Zimmer ist nicht besonders groß, um über seine Kindheit zu reden. Mal gucken, ob ich dich direkt erkenne, warte. Mhm. Na, ich würde sagen, das einzige Kind mit Brille, vielleicht der hier? Nein. Ja, verdammt. Da hatte ich überhaupt keine Brille auf. Wo bist du? Erklärst du mir? Ah, ja, okay. Aber wie war das für dich so in dieser Gruppe? Ja, hauptsächlich Mädels um mich, aber... Doch mit dem Schuleintritt war es für Benny vorbei mit der schönen Zeit. Weil er anders war und sich mit dem Lernen schwerer tat als die anderen, wurde er schnell zur Zielscheibe. Ich wurde beleidigt, ich wurde auch verprügelt. Die haben mich erstmal angespuckt, mich beleidigt, dass ich hier ein Hurensohn wäre oder dass ich ja doof im Kopf bin.
Das stelle ich mir sehr schwierig vor und ich möchte nicht in deine Haut gesteckt haben damals. Das ist, glaube ich, eine sehr traurige Situation gewesen. Ich habe wirklich in meiner Schulzeit nie jemanden gemobbt, weil letztendlich, es gibt ja... Ich muss zugeben, Chat, ich habe bestimmt schon mal in meiner Schulzeit irgendwen mitgemobbt oder so, so einfach mitgemacht, was natürlich im Nachhinein, ne, sehr unkorrekt ist. Also, ich habe nichts Schlimmes gemacht, aber zu 1000% und ich glaube auch sehr viele von euch haben mal bei irgendwas mitgemacht, so, auch wenn es nur über irgendwen lachen ist, wenn irgendwen einen Witz erzählt. Im Nachhinein ist man so schlauer, wisst ihr, man muss erstmal das selber, ich glaube, wenn man das selber mitbekommt, Mobbing, dann weiß man am besten, wie krass das einen verletzen kann. Und bei mir gab's, also ich wurde auch schon mal gemobbt in der Schule, aber als ich in Frankreich war. Also ich habe ja Austausch gemacht in Frankreich, da wurde ich auch gemobbt. Ja, Digga, also war wirklich gar nicht schön. Ich hatte auch keine, ich hatte 2-3 Freunde, aber die waren nicht in meiner Klasse, also Franzosen. Und alle aus meiner Klasse, Digga, also die haben sich so oft lustig über mich gemacht. Meistens halt, weil ich nicht verstanden habe, was sie gesagt haben. Und Digga, ich glaube, also, man muss auch sagen, damals war ich der hässlichste Junge in der Klasse. Eine Sache war schlimm, Digga. Und zwar haben sich sogar mehrheitlich Mädchen über mich lustig gemacht. Ein Gesetz, was einen Menschen über einen anderen setzt. Das heißt, jeder ist gleich so. Und ich kann es nicht verstehen, warum jemand anderen mobbt. Ich persönlich denke immer, weil er selber seine Ängste, seine... Er hat irgendwas zu verstecken und versucht es zu retuschieren damit, dass er auf andere mit dem Finger zeigt. Aber warum das Leute machen, ich kann es nicht sagen, ich weiß nicht. Als nächstes zeigt Benjamin Montana Black, wo er arbeitet. Ihr Wohlergehen ist Bennys Aufgabe auf dem Hof. Wie viele Schweine habt ihr hier? 130. 130 Schweine? Ja. Und hast du ein Lieblingsschweinchen oder ist dir das eigentlich relativ egal? Wir haben 2 Zuchteber und die sind... Die magst du gerne? Genau. Einer der Zuchteber ist Money. Montana Black ist von dem massigen Tier beeindruckt. Wow! Das ist ja ein riesen Oschi. Wie groß! Na, Digi, was ist los, hä? Oha, ja. Der hat auch wirklich riesen Eier. Ich habe noch nie in meinem Leben so riesen Eier gesehen. Ja. Das sind ordentliche Tüten, du. Selbst Schlachtüchten, das käme für den YouTube-Star nicht in Frage. Der 34-Jährige ist Vegetarier. Ich habe. Montes ist Vegetarier? Zwar bis vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr noch Fleisch gegessen, aber ganz wenig auch. Aber ich könnte niemals in irgendeiner Art und Weise dem Tier Leid zufügen. Und das heißt, bei der Zucht weiß man ja, wo es am Ende hingeht. Auch wenn Benny in vielem langsamer ist als andere und manches ihn überfordert, eines kann er richtig gut: Traktor fahren. Und das will er sein. Ich weiß nicht, Chat, ich checke dieses vegetarisch sein auch. Und ich sag auch jeder, der Vegetarier ist oder so, ihr seid wirklich sehr krasse Menschen. Ihr seid so sehr disziplinierte Menschen. Aber Bruder, Hühnchen schmeckt so gut. Ich liebe Hühnchen. Es geht nicht. Ich muss, wenn ich Hühnchen sehe, es geht nicht anders. Ich kann nicht. Ich sehe Hühnchen, ich muss reinbeißen. Es geht nicht. Ich krieg's nicht aus meinem Kopf. Es funktioniert nicht. Ich kann nicht. Ich kann kein Hühnchen essen. Ich liebe Hühnchen, aber so zum Essen. Einem prominenten Besucher natürlich demonstrieren. Ich habe dich heute über den Tag ein bisschen beobachtet. Hm? Und es gab viele Situationen, wo du glücklich aussahst, aber hier sahst du gerade am glücklichsten aus. Ja, am liebsten den ganzen Tag mit Trecker fahren. Eigentlich. Ja, das glaube ich dir, ja. Eines allerdings macht Benjamin noch glücklicher. Die Speedfahrt im 600 PS Boliden, zu der ihn Montana Black zum Schluss einlädt. Auch wenn es nur auf dem Beifahrersitz ist. Ja. Für einen Geländewagen macht er seinen Job ganz gut. Na, gefällt dir das? Ja. Na, gefällt dir das? Ist aber cool. Coole Doku.